Thomas Tuchel genießt es. Zweimal hat er mit Mainz die Gruppenphase der Europa League verpasst. Jetzt ist er dabei und mit dem BVB gleich Favorit. Auch wenn Tuchel das anders formuliert. Wir sehen uns als Herausforderer in jedem Wettbewerb und zwar für die Spitze. Das haben wir zu Beginn der Saison formuliert und das werden wir jetzt nicht ändern. Dafür gibt es keinen Grund. Und das bedeutet, dass wir, ja, das bedeutet das, was es bedeutet. Aber das, natürlich kann man sich Dinge wünschen, man kann Dinge auch formulieren und so weiter. Aber das Wichtige ist, dass wir Leistungsziele haben. Marco Reus hat es da schon offensiver ausgesprochen. Das Finale muss das Ziel sein, sagte der Star des BVB, der wegen seines Zehenbruchs zum Auftakt fehlen wird. Dortmund, da denkt man automatisch an die Metropolen wie London, Mailand oder Madrid. Diesmal muss der Club mit Krasnodar, Querbele und Thessaloniki vorlieb nehmen. Die Champions League gehört jedoch zum Selbstverständnis der Borussia. Wir sind gerade schon, finde ich, auf dem Weg, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wir sind auf dem Weg, so eine Mannschaft zu werden, die sich nicht ablenken lässt. Und den Blick zu weit nach vorne zu heben und zu weit nach vorne zu schauen, birgt nur die Gefahr, die Konzentration zu verlieren, die Fokussierung zu verlieren. Und deshalb möchte ich eigentlich, dass wir den Geist und die Haltung beibehalten, die uns bisher auszeichnet. Tuchel ist kein Typ für Träumereien, mehr der Realist, der sich mit Dingen sachlich auseinandersetzt, auch wenn das häufig nicht so spannend klingt wie noch unter Jürgen Klopp. So warnt er nüchtern vor den Stärken Krasnodars. Wir erwarten mit Krasnodar eine technisch starke Mannschaft. Wir erwarten sie bisher zumindest sehr erfolgreich im 4-1-4-1-System. Wir erwarten, wie gesagt, eine technisch gute Mannschaft, eine eingespielte Mannschaft, eine Mannschaft, die auch mit einem entsprechenden Selbstvertrauen kommt durch zuletzt zwei Siege, hoher Heimsieg und ein Auswärtssieg bei St. Petersburg. Also alles auch Mannschaften, die man auch kennt, aus der Champions League auch kennt. Alles hat der BVB schon gewonnen, nur die Europa League noch nicht. Der Titel scheint durchaus realistisch. Das sieht auch Thomas Tuchel so. Nur sagen will er es zumindest öffentlich noch nicht.